So Leute, heute sind wir wieder im Greenhill Bike Park. Diesmal bei trockenem Wetter. Es ist richtig komisch. Also ich weiß gar nicht so richtig, wie das hier funktionieren soll ohne Matsch. Ja, wir werden mal sehen, wie gut intakt die Strecken sind. Der Nico, aka Nakidai, hat ja auch schon so ein Video gemacht, aber da war es ja schon noch gut matschig. Und jetzt ist eigentlich tatsächlich ja kaum mehr Feuchtigkeit da. Das heißt, ich bin sehr, sehr gespannt, ob alle Leute, die gesagt haben, wir fahren hier alles kaputt, ob die recht gehabt haben. Oder ob das Team hier vom Greenhill Bike Park einfach ja wusste, was sie da tun, ein bisschen nachgeschaped haben und dann war wieder alles in Butter. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, wie es jetzt heute aussieht. Viel Spaß beim Video. Reicht doch nicht, deswegen. Ich bin nicht weit genug außen gefahren. Oh. Ja, da bin ich abgesprungen. Man muss da oben Highline fahren. Und ich bin eng rein.
Also meiner Meinung nach waren die Strecken hier in einem guten Zustand. Klar, manche Stellen hätten noch Ausbesserungsbedarf gehabt, aber ich glaube, der Greenhill Bikepark weiß ganz gut, was sie hier tun und wissen, was sie den Strecken zumuten können und was eben nicht. Schließlich sind das ja die Profis. Ich weiß nicht, wie sie das hinbekommen, doch ich kann sagen, es hat gut funktioniert. Also Leute, keine Angst, der Park ist nicht zerstört und ihr könnt immer noch hier fahren gehen. Danke an den Greenhill Bikepark für die tolle Arbeit und ich freue mich schon auf den nächsten Besuch. Lasst gerne ein Abo da, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.